Meine Mama ist der Meinung, die westliche Medizin ist da nicht so gut, wenn es um Kinderwunsch geht. Sie wird mir jetzt was Chinesisches kochen. Sie ist um 3:30 aufgestanden, um mir das zu machen. Wie süß kann ein Mensch bitte sein? Willst du festhalten? Ja, besser. Oh Gott, ich will es eigentlich. Ich habe echt jetzt. Was? Wir reagieren heute auf Anne Bodykiss. Wir hatten ja letztens schon auf das erste Video reagiert. Auf welches Video reagieren wir heute? Und heute schauen wir uns ihr neues Testkinderwunsch-Update an. OP. News und Vlog. OP, okay, ich bin mal gespannt auch, wie der neueste Stand ist. Hoffentlich, wir drücken natürlich die Daumen, dass der Kinderwunsch in Erfüllung geht. Daniel hatte eine OP gehabt. Ah. Hallo meine Lieben, ich bin im Auto und starte den Vlog offiziell hier. Warum? Ich bin gerade auf dem Weg zum Nagelstudio, aber ich wollte allgemein mal wieder einen Vlog machen. Ich habe das irgendwie vermisst und es ist mal Zeit, über das Thema Kinderwunsch ein bisschen weiter zu reden. Ich wollte mich erstens super, super doll bedanken bei den unfassbar vielen lieben Nachrichten zu unserem Kinderwunsch. Wir haben ja schon ein Kind, für die, die es nicht wissen, haben ein zweites Kind und auch euren so vielen Geschichten dazu. Und das macht einem natürlich Mut. Jetzt sind schon über 6 Monate, also über 7 eigentlich. Und nein, ich bin nicht schwanger. Ich wünschte, ich könnte... Ah, das habe ich mich letztens nämlich im Video gefragt, wie lange sie es denn versuchen. Und okay. Jetzt eine andere Nachricht verkünden. Und es macht mich schon traurig, wäre wahrscheinlich sogar untertrieben. Ich wünschte auch, meine Gedanken würden nicht immer darum kreisen. Und meine Frauenärztin hat jetzt erstmal gesagt, vor einem Jahr machen sie nichts. Was völlig in Ordnung ist, ist wahrscheinlich Vorgabe. Aber ich werde halt 36. Und ich bin jetzt niemand, der 25 ist, wo man denkt, ja, es ist biologisch. Das stimmt aber nicht ganz. Also wir haben auch random gesagt, wie lange wir einen Kinderwunsch haben und das wurde gar nicht geprüft, also in der Kinderwunschklinik. Mhm. Da kannst du auch sagen, du hast seit 5 Jahren Kinderwunsch und die prüfen das gar nicht. Ja, also das ich stimmt. Weiß nicht, ob das so gut ist, dass ich die Leute gerade dazu animiere, die vielleicht es beim ersten Zyklus nicht geschafft haben, direkt in die Kinderwunschklinik gehen und dann sagen, sie haben so und so lange schon Kinderwunsch. Das sollt ihr natürlich nicht. Aber krass, dass die da nichts machen möchte. Also, die Frauenärztin. Ich meine, sie ist ja auch bestimmt vor 6 Monaten hingegangen und meinte so, das klappt nicht. Und es ist ja klar, dass die Frauenärztin sie betreut. Mhm. Und wir sind aber auch erst, ich glaube, wir sind nach 11 Monaten dann in die Kinderwunschklinik gegangen. Und wir wussten auch, dass die erst immer sagen, nach einem Jahr können sie kommen. Deswegen haben wir gesagt, ein Jahr. Und dann haben die uns direkt freundlich aufgenommen. Aber wir wollen jetzt niemanden dazu motivieren. Also diese 12 Monate, man sagt ja, das ist so Standard. So in den 12 Monaten kann es bei einem gesunden Paar auch auf natürlichem Weg klappen. Und man sagt auch so, das zweite Jahr, da sinkt irgendwie die Prozentanzahl. Man sagt sogar, dass bis zu 2 Jahre normal ist. Genau. Und darüber hinaus kann man halt eine Kinderwunschklinik besuchen. Aber diese Geduld aufzubringen, boah, auch natürlich früher, schwierig. Aber ja, ist unterschiedlich. Also okay und so, aber meine zweite Zyklushälfte ist so mega kurz und ich weiß das halt. Ich könnte schon wieder weinen, wenn ich dran denke. Das ist alles so viel und ich weiß nicht, was das heißt, dass es überhaupt keine lange Zeit ist, das weiß ich. Aber es kommen halt super viele Kriterien dazu, dass mein Zyklus so unregelmäßig ist, dass ich schon 36 bin, dass ich nicht weiß, es gibt auch Frauen, die dann hormonell eingestellt werden müssen und das wollte ich eigentlich nie, aber will ich das fürs Kind, will ich das für mich, will ich das für Daniel und ich habe einfach gedacht, ich will euch ein paar Tage mitnehmen, besonders weil bei Daniel auch eine große OP ansteht und ja auch ein bisschen die Community hier updaten. Jetzt gehe ich erstmal zum Nägel machen, ein bisschen abschalten. So, jetzt in Freiburg. Das ist meine Fresh Nails. Ich muss aufpassen, dass Lara nicht hier überfahren wird von Fahrradfahrern. Und wir gehen beide zum Endokrinologen. Das sind die Ärzte, die auch zuständig sind für ganz viele Hormonsachen, aber auch Schilddrüsen unter Überfunktion und sowas. Und das heißt, die kennen sich sehr gut aus mit Hormonproblemen. Und da werden wir vielleicht heute... Als ich mit Rio schwanger war, hatte ich auch katastrophale Schilddrüsenwerte. Das war so krass, als ich wusste, dass ich eine Schilddrüsenunterfunktion habe, bin zum Hausarzt gegangen mit
den Punkt, wir möchten Kinder kriegen. Ich weiß, ich habe eine Schilddrüsenunterfunktion. Ich nehme aktuell keine Tabletten. Die meinen, ist alles super. Ich bin zum zweiten Mal hin und meinte, es muss irgendwas mit meiner Schilddrüse sein, weil die schon mal auffällig war. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass meine Schilddrüsenwerte wieder super sind. Hausarzt hat wieder gesagt, nö, alles super. Dann sind wir in die Kinderwunschklinik. Zuerst will sie sagen, meine Schilddrüsenwerte sind katastrophal, aber ich bin auch mit katastrophalen Schilddrüsenwerten schwanger geworden. Also Rio hat sich trotzdem durchgesetzt. Da sieht man mal wirklich, was er für ein kleiner Kämpfer war. Und aber jetzt aktuell nehme ich Schilddrüsentabletten und letztens waren auch meine Schilddrüsenwerte auffällig. Deswegen wird es jetzt auch alles engmaschig kontrolliert. Mal gucken, was der Arzt sagt. Blut abgeben und mal gucken, wie es aussieht, sowohl für Daniel als auch für mich. Angst gehabt, die sieht keine Vene. Meine Mama hat nicht noch Vene, weil die muss ja auch Blut abnehmen. So. So, wieder zu Hause. Wir haben noch lecker Baguette geholt, weil Daniel wird morgen operiert. Und dann hat er ja weißen Hautkrebs oben am Kopf und der wurde schon ein paar Mal operiert und deswegen, das steht jetzt auch noch an. Und eventuell müssen sie Haut transplantieren, das wird auf jeden Fall eine heftige Sache. Und wir waren vorher jetzt noch beim Arzt und haben, wie ich euch ja gesagt habe, Blut abgenommen bekommen. Aber gleichzeitig hat er mir vor allen Dingen auch den Kopf gewaschen, dass ich Stress rausnehmen muss, dass ich mir nicht so verrückt machen darf, weil ich anfange, mich verrückt zu machen wegen eigentlich noch wieder nichts, nichts und wieder nichts. Und ich habe ja immer gedacht, mein zweite Zyklushälfte ist so kurz und das wird auf jeden Fall der Grund sein, warum es nicht funktioniert. Und dann meinte er, das ist noch nicht der Hauptgrund, irgendwie so, warum alles irgendwie, um sich verrückt zu machen und so, dass das erstmal nicht das große Hindernis ist, was man übergehen muss quasi, um schwanger zu werden, sondern der Stress. Ja, und deswegen werde ich jetzt aufhören mit allen möglichen Tests und so. Ich habe das ja echt die letzten Monate gemacht, immer mit LH-Wert und Eisprung und gucken und so. Und ich glaube, das kann auch vielen helfen, aber mich stresst das wohl. Weil Lara wusste... Das war bei mir auch so, das ist ein schon... Diese Phase macht fast jeder durch den Kinderwunsch hat. Mit erstmal, es klappt nicht, ich muss mehr kontrollieren, alles perfektionieren, bis es dann nicht mehr geht und dann vielleicht... macht es irgendwie Klick und man denkt sich selber, vielleicht mache ich ja zu viel und mache mich deshalb dann wieder verrückt und dann schaltet man wieder aber auf Null. Aber es ist so schwierig, den Kopf auszuschalten. Genau, aber das ist wirklich auch so ein nichtssagender Tipp. Machen Sie sich nicht verrückt. Ja, absolut. Ich glaube, man muss einfach das tun, was einem selber gut tut. Wenn man merkt, sie hat ja selber gemerkt, das stresst sie und dann hat sie einfach damit aufgehört. Ich habe nicht mal, wann mein Eisprung ist oder war. Das hat schon viel damit zu tun, dass wenn Menschen einfach ja, frei im Kopf sind, einfach so quasi miteinander Liebe machen, das ist echt. Genau, Ulinski, das hört man echt so oft und bei uns war es ja auch so. Bei uns hat es erst geklappt, als ich aufgehört habe, jeden Monat alles zu prüfen und gesagt habe, okay, dann soll es wohl nicht sein und wollte mich auf was anderes konzentrieren. Tada, plötzlich schwanger geworden. Bei uns war es so. Wir hatten die künstliche Befruchtung geplant im Januar und im Dezember haben wir positiv getestet. 3 Wochen vor der künstlichen Befruchtung. Im letzten Zyklus. Ja, auf natürlichem Weg dann. Was anderes ist und natürlicher und ruhiger. Das heißt natürlich nicht, wenn jemand andere Probleme hat, hormonell, dass es was anderes ist, aber wenn man gesund ist. Er hat mir trotzdem jetzt Blut abgenommen, Daniel, einfach nur ein paar Werte zu checken, Vitamin D und so und Prolaktin anscheinend, glaube ich, wenn ich nichts Falsches sage. Eben wegen dem Stillen, wie es da aussah, ob ich da vielleicht noch ein bisschen zu hohen Wert habe oder niedrigen. Also ich kenne mich da nicht aus. Somit hat er mir gut den Kopf gewaschen. Ah, sie stillt scheinbar noch und bei manchen Frauen kann das auch, glaube ich, ich würde jetzt mal sagen, ein Problem sein, dass sie dann schwanger werden. Ich finde das auch logisch, dass der Körper denkt, so, ich muss ja erst das eine Kind versorgen, deswegen werde ich nicht schwanger. Aber es gibt trotzdem auch Mütter, die während der Stillzeit schwanger werden. Also kann man das auch nicht genau so sagen. Ja. Daniel wird gerade operiert. Ich weiß nicht, ob er schon fertig ist. Und ich fahre jetzt erstmal die Hunde zum Opa bringen und dann zu ihm ins Krankenhaus. Guck mal, wie es war. Nur lokal anästhesieren. Sie meinen, es wird heftig bluten. Jetzt war ich noch ganz kurz mit den Hunden draußen und wollte gerade losfahren. Da hat er mir gesagt, ihm geht's gut. Ich soll jetzt nicht extra nach Freiburg dafür fahren. Vor allen Dingen, weil ich ja dann eh nur kurz bleiben kann, weil dann die Kita wieder aus ist und ich Lara holen muss. Wir warten jetzt einfach auf die Biopsieergebnisse. Morgen kommen die hoffentlich. Und dann schauen wir weiter. So, die OP habe ich hinter mich gebracht. Und ja, die haben jetzt an 3 Stellen praktisch am Hinterkopf
Tumore rausoperiert und die werden jetzt bis morgen Mittag irgendwie untersucht. Gute Besserung, Daniel. Sucht, ob am Rand noch wirklich alles entnommen wurde, und sollte rauskommen, dass da noch irgendwas fehlt, werde ich morgen wieder operiert. Das wird dann wieder bis übermorgen angeschaut und so geht es weiter die nächsten Tage. Aber im Idealfall kommt der Arzt morgen rein und sagt, Daniel, alles wird rausgenommen. Das wäre natürlich so mein Wunsch, und dann könnte ich wahrscheinlich in 2 Tagen schon heim. Ich habe gerade ein bisschen Sport gemacht, geduscht, bin fast erblindet, weil mir eine Dusche ins Auge gekommen ist. Und wurde Beete-Smoothie. Daniel ist noch in der Klinik, wartet auf seine Ergebnisse. Hoffentlich kommen die heute und hoffentlich ist jetzt alles gut und alles weg. Immer solche Sorgen. Es tut natürlich auch voll weh am Kopf. Meine Eltern kommen jetzt gleich. Die sind extra 2,5 Stunden aus Frankfurt hergefahren, weil meine Mama... Meine Mama ist der Meinung, die westliche Medizin ist da nicht so gut, wenn es um Kinderwunsch geht. Sie wird mir jetzt was Chinesisches kochen. Ein bisschen glaube ich ja schon dran. Ich hatte damals auch Probleme, was den Virus für Gebärmutterhalskrebs anging. Und da hat mir chinesische Medizin auch echt geholfen. Deswegen gucken wir mal, es schmeckt leider nie so gut, gell? Ist ihre Mama aus China? Ich glaube, die kam aus Thailand. Echt? Sie war in Thailand im Urlaub. Die lebt da immer. Ich glaube, die ist auch gerade wieder in Thailand. Okay. Ja, es gibt immer Menschen um einen herum, die sagen so, die westliche Medizin ist nicht so gut, und die versuchen dann andere Sachen wie Heilpraktiker und solche Sachen. Und ich glaube, da kann man auch nicht sagen, was richtig oder falsch ist. So die Kombination ist manchmal, glaube ich, gar nicht verkehrt. Jackie hat eben gefragt, ob ich eine Eileiterdurchlässigkeit schon gemacht habe. Ja, tatsächlich. Und dadurch wurde ja die Diagnose getroffen, dass ich eine Gebärmutterfehlbildung habe, also eine Einhorngebärmutter. Your inner bubble, Wong. Yeah. Yin and Yang. Which one do the Chinese believe is important for the child? Yin or Yang? Yin or Yang, depend on whether your body is yin or the yang, it's cold or warm. Oh, this is süß. And if your body is cold, you drink this to give your body warm. So you think this is echt süß. My body is cold. Yeah, I think your body. Deine Mutter ist meine. Guck, das meine ich. Natürlich sollte man auf die Medizin hören, aber wenn man so eine tolle Mama hat, die sagt, guck mal, ich koche jetzt was Chinesisches für dich und das wird dir helfen, so, das gibt auch so viel positive Energie. Ja. Man umgibt sich mit positiven Menschen und kann auch helfen. Ja. 4 Uhr aufgestanden. Wirklich? Also deswegen hat sie auch im Auto gestanden. 3 Uhr, bitte. Dann hat die, weil die jetzt von morgen noch kochen wollte, frisch sein muss. Was ist das? Sie ist um 3:30 aufgestanden, um mir das zu machen. Wie süß kann ein Mensch bitte sein? Um 3.30 Uhr, um das für sie zu kochen. Ich werde nicht mehr, wie krass ist das? Wie süß. Was ist das Runde da? Das ist die Dattel. Und dann der Goji-Bär in der. Oh. Den warm. Die Suppe. Bitte, gehen. Los geht. Also ich gehe später Daniel besuchen mit Lara. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache ihm einen gesunden Kuchen, den Lara auch essen kann. Erstmal 2 Eier. Dann nehmen wir 2 Datteln. Eine reife Banane. Für die Saftigkeit mache ich noch Zucchini rein. Dann gucken wir mal, wie viel Zucchini das war. 60 Gramm Zucchini und Dinkelmehl. Die versteckten Greens für die Tochter. Pi mal Daumen. Ich mache jetzt mal 120 rein. Gucken wir mal, ob es reicht. Backpulver. Und weil Lara und Daniel Nüsse mögen, kommen jetzt noch gemahlene Walnüsse rein. 60 Gramm. Ein bisschen Zimt. Und eine Prise Zimt und Salz nicht vergessen. Zimt brauche ich auch neues. Und das war's erstmal. Ich muss zugeben, es ist irgendwie ein bisschen wenig Teig. Mal gucken, es wird wahrscheinlich ein sehr kleiner oder flacher Kuchen. Alexa, Timer 20 Minuten. Erstmal. So, Mittagessen. Es gibt Porridge. Es gab noch 2 Beeren. Kiwi, Quark dazu. Und ihr wisst, ich bin kein Supplement-Liebhaber, aber so sieht das gerade bei mir aus. Ich meine, guckt euch mal an. Ich
kommen wir schon vor wie so Bodybuilder. Oh. Also das ist Mönchspfeffer, weil Regulierung von Menstruation. Ich nehme aktuell auch so viele Supplemente. Hilft das? Ah, ist doch heiß. Da habe ich übrigens Tee drin. Und was nehmen wir noch? So, was nehmen wir noch? Hier habe ich Folsäure. Und das hier ist jetzt unabhängig von meiner Frau und Ärztin, das ist Präbiotika. Ist es Prä oder Probiotika? Probiotika. Pro. Genau, Probiotika. Für die Darmgesundheit. Und jetzt wird gegessen. Okay, er sieht schon lustig aus. Schauen wir mal an. Haha. Okay. Vielleicht schmeckt er trotzdem. Guck ich mal. Interessant. Wie ist es? Ja. Ich glaube, die leben gesund, oder? So was ich jetzt so ja, mitbekommen habe. Ja, schon, doch. Nicht so wie wir. Nicht so wie wir, nee. Lecker so trotzdem. Ich habe jetzt Lara von der Kita abgeholt. Und dann jetzt noch schnell was bei Daniels, einer seiner Lieblingsbäcker hier in Freiburg. Das Krankenhaus essen, ne? Ist ja nicht so brillant. deswegen ein bisschen aufmuntern. So, jetzt sind wir bei Daniel, breiten uns hier gerade aus. Hier sein Patientenzimmer, sein Ausblick. Aber sie sind so nett hier, wirklich unfassbar. Ja. Also wirklich unglaublich. Man denkt ja immer bei der Uniklinik, gell? Aber. Krass, also. Bei der Uniklinik Freiburg können wir eigentlich nie was Schlechtes sagen, ja. Wir sind wieder daheim und ich habe ja die Aufgabe bekommen, dass ich die Nachsorge mache. Deswegen. Schwester Arne in OP2, bitte. Mich interessiert jetzt, ob alles gut verlaufen ist, wie sein Gespräch war. Schwester Arne, bitte. Habe ich aber auch so ein Foto gemacht. Und Daniel weiß nicht, wie es hinten aussieht. Und ich muss sagen, ich will es eigentlich erst in 2 Monaten anschauen, weil so lange wird es ja dauern, bis es angeblich verheilt ist. Oh Gott, kann sein, dass ich umkipp. Willst du dich setzen? Nee, komm, zeig. Willst du es wirklich sehen? Zeig. Willst du dich festhalten? Ja, besser. Ich hab dann... Oh Gott, ich will es eigentlich. Ich habe echt jetzt. Was? Oh. Ja! Ich sage. Gott, ich sehe aus wie bei Körperwelten. So groß. Ja, so groß. Oh Gott. Es ist eigentlich so. Aber ja, seine Reaktion ist schon. Dass sie so darüber lachen können. Ja. Das ist irgendwie schön. Und das deutet darauf hin, dass alles gut wird. Ja. Ja, auf jeden Fall wird alles gut. Und dass man darüber lachen kann, über so eine ernste eigentlich Situation. Sind, glaube ich, echt ein tolles Paar. Ja, und er ist auch so positiv, voll. Obwohl er gerade operiert wurde. Finde ich schön. Ja. Das fand es bestimmt. Aber guck, er hat jetzt alles rausgeschnitten. Das ist ja richtig. Super. Da ist definitiv alles weg. Wir haben jetzt schon ein Testergebnis von Daniel bekommen. Das, wie heißt das Hormon nochmal? Irgendwas mit Follikel, oder? Bei dir Follikel. Nee, irgendwas mit F. Follikel sind, was ich habe. Fertilität. Die aber. Okay, also es war irgendwas mit F. Ich blende es nochmal ein, okay? Genau, also... Hä? Geht doch nicht. Hä, auch? Follikel-Steam-Hormon. Ach, FSH. Ist das bei ihm? Nee, die haben ein Haus gebaut. Also es ist, glaube ich, ein echt riesiges Haus. Deswegen haben die auch einen riesen Baum da stehen. Sieht schön aus. Sehr, sehr schönes Haus, wirklich. Ach so, das der Baum war bei denen zu Hause? Ja! Ich dachte im Krankenhaus. Du musst dir, boah, dir mal deren Haus anschauen. Das ist ein haben Traum. Die eine Roomtour? Mhm. Krass. Das ist richtig schön. Aber ist das Hormon jetzt von ihr oder von ihm? Das ist von ihm. Okay. Das wurde irgendwie bei mir, habe ich nicht in Erinnerung. Dass das bei ihm ein bisschen niedrig ist und das ist bei Männern der Fall, oft wenn sie sehr, sehr viel Stress haben und das ist natürlich bei Daniel schon ziemlich zutreffend, deswegen sollen wir ein bisschen Stress runterfahren. Nicht so einfach als Selbstständige und mein Anti-Müller-Hormontest, der anscheinend nachweist... AH-Wert, wie viele Eizellen sie hat. Oh. Haben wir jetzt Mann, noch... Ich war so gespannt. Das hier müssen wir noch shooten. Unsere Kopfbänder. Sagt man Kopfbänder? Mir fällt das Wort jetzt nicht ein. Kopfband, ja. Ja, Stirnband. Stirnband. Kopfband. Das. Sie verkaufen das, aber wissen nicht, wie das heißt. Das hier ist übrigens teilweise neue Kollektion, die jetzt, wenn dieses Video online ist, neu in den Laden kommt. Und zwar haben wir diese richtig coolen Jogginghosen, auch in einer wunderschönen beigen Farbe. Die zwei kommen noch, aber unser super...
Boah, Respekt, ey. Klamotten ist ein hartes Business. Ist nicht einfach. Heftig, dass die das durchziehen. Ja. Soft ist in Terrakotta erhältlich. Und ihr wisst ja, ich liebe das. Das ist das weichste Material, was ihr aber auch super zum Training tragen könnt. Und hier mein absoluter Favorit. Ich brauche den Pulli auch für Männer. Ja, den gibt's auch als Jacke. Und natürlich, das habt ihr vielleicht in Edelit bei uns gesehen, diesem richtig schönen hellen Grün gibt es jetzt auch in Dunkelblau. Also checkt mal den Laden ab. Und. Okay, ich kann es natürlich so. Ich koche hier drin gerade, oder ich backe hier drin, eher gesagt, gerade Shepherd's Pie. Oh, das liebe ich. Dann ist überhaupt kein Shepherd's Pie-Fan. Ich habe vom Arzt gerade die Anti-Müller Hormonergebnisse bekommen. Ich hoffe, ich sage das richtig. Und das sind ja die Ergebnisse, die sagen quasi, wie es mit den Eiern aussieht bei mir, weil ich ja jetzt über 35 bin. Und ich habe einen echt guten Wert. Ich habe 3,23, weiß die Einheit leider nicht. Aber anscheinend ist es so, dass zwischen 20 und 25 Jahren hat man zwischen 3,3 bis 4,2. Und wenn man älter ist, in Anführungsstrichen, zwischen 30 und 39 sinkt er auf 1,5 bis 2,4. Das heißt... Boah, der ist super! Und da hat sie sich doch die ganze Zeit voll die Sorgen gemacht. Ja, die hat sich die ganze Zeit Sorgen gemacht, weil sie die ganze Zeit auch denkt, oh, ich bin schon 36, aber es ist echt noch ein super Alter. 2,3, einen richtig guten Wert, meinte der Arzt. Ja. Deswegen sage ich immer, keine Sorgen oder keinen Stress über Sachen machen, die man nicht weiß, weil, ja, egal, ich will es nicht. Ja. Es macht Sinn, aber... Aber super. Ja. Müssen wir einfach gucken, ob der Stress bei Daniel helfen wird und auch ein bisschen, wie mein Progesteronspiegel ist nach dem Eisprung, weil das ist ja so ein bisschen mein Laster noch und da muss ich hin. Weil wir fliegen nächste Woche und davor wäre schon gut, wenn ich irgendwie das Blut noch abgenommen bekomme. Mal gucken, ich halte euch auf dem Laufenden. Und drückt uns weiter in die Daumen, auch mit Daniels Genesung. Das machen wir. Ich grüße euch. Ciao. Schaut bei Anne Bodykiss auf jeden Fall vorbei. Wir drücken ganz, ganz fest die Daumen. Das wird klappen. Und bei Daniel Bodykiss. Ja, ich glaube, die sind gerade im Urlaub. Vielleicht. Als ich halt eben erfahren habe, dass wir... Vielleicht würde das ein bisschen den Stress senken und vielleicht kommen sie ja schwanger zurück, man weiß es nicht. Sind die wieder in Thailand? Ja. Wow, würden wir auch gerne mal wieder hin. Ja. Aber wir müssen uns noch ein bisschen gedulden.